Moin moin, mein Name ist Hanrich der Löwe und wir spielen Battlefield Gothic Armada 2, die Tyranniden. Jawohl, hier sind sie. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Unsere Flotte hat einen ganz schön auf die Nuss gekriegt. Und wenn wir uns das hier mal sehen, wir können hier nur mit zwei Flotten rein. Und die haben ja schon hier 800.100 Stärke. Weiß ich gar nicht, mit was ich da reingehen soll. Da haben wir Schluck Kaffee. So. Wir brauchen Schiffe. Neues Schiff. Und wie wir sehen, können wir hier keins bauen. Das ist natürlich totale Scheiße. Warum nicht? Sporen verzögern. Brutwelt. Brutwelt erlauben die Tyranniden. Warum steht immer Tyranids? Ist doch Englisch. Auf Deutsch heißen sie auch Tyranniden. So, die Truppenregeneration und die Reparaturrate von Bioschiffen im System verdoppeln. Da steht aber nichts vom Bauen. Ah, was ist das? Reifungsnest. Das Reifungsnest erlaubt Tyranniden Bioschiffe zu bauen. Das will ich haben. Warum kriege ich das nicht? Fehlt da irgendwas? Oder? Warum können wir nicht bauen? Wenn wir es hätten, wäre es ja so farblich hinterlegt. Truppenregeneration, Reparaturrate 100%. Aber hier haben wir vier Symbole. Da haben wir drei. Wohl, warten wir mal kurz zurück. Können wir hier vielleicht was bauen? Ne, ich habe gesagt drei Symbole. Dann weiter. Was ist besetzt? Besetzt, besetzt hier. Das wäre ja auch unser Ding. Da sind drei Punkte, nur einer ist farblich hinterlegt. Das heißt, da haben wir irgendwie irgendwelche Eigenschaften nicht hinterlegt. Oder kriegen wir nicht. Ah, der könnte. Haben wir drei, warum auch immer. Scheiße. Scheiße. Ich habe ja bisher gelernt, dass wir bei den Imperialen hatten das Problem, dass wir den Trupp, die Truppen nicht eins zu eins quasi ja, Einheiten geben können. Ups, jetzt habe ich die Einheit nicht genommen. Also man kann irgendwie nicht Einheiten zueinander tauschen. Oder ich habe es noch nicht gesehen, wo. Ja, wo kommst du noch raus, wenn ich jetzt sage, komm mal, hier. Reicht nicht. Wo bist du denn hin? Ach so, was ist das denn hier überhaupt? Einfach nur ein Zwischensystem oder was? Das müssen wir da runter. Ach so, es ist noch nicht gesprungen. Gut, aber... Ach, die können gar nicht springen, müssen die Runde beenden. Okay. Ja, schlimm ist, bis wir uns eine Flotte aufgebaut haben, haben die da ihre ganzen... hier Minen verteilt und Plattformen repariert und schieß mich tot. Aber jetzt weiß ich ja, wo wir hin müssen. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Was ist das da? Diese zwei? Muss das noch gebaut werden? Dreh ich ja am Rad. Noch ist ja keiner da, aber wir haben ja drei Punkte von 6, 9 Konstruktionspunkten oder was? Konstruktionspunkte, ja. Ich ahne es. Nee, da wollten wir wieder hin. Ja, Dringlichkeit.
Die Kampagne zeichnet sich durch kleine Schlachten und leichte Rückschläge. Die Feinde nutzen dies zum Vorteil, ja. Die Dringlichkeit ist auf 1 erhöht. Die Feinde nutzen dies, ja. Ich weiß nicht, was für einen Nachteil das bisher noch haben wird, aber sehe ich ja noch. Ich glaube, ich mache hier erstmal das Chaos tot hier, die hier. Geh mir auf den Sack mit den Zwischendingen. So, du hast noch 2 Bewegungspunkte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Neues Schiff. Wieso kannst du nicht? Also mir scheint selbst, dass die noch irgendwie Konstruktionspunkte brauchen. Scheiße. Das hätte ich früher sehen müssen. Dann hätten wir dieses Problem jetzt nicht. Zu beenden. Bis wir so weit sind, haben wir Dringlichkeit 2. Als verstärken die ihre Schiffe oder was? Ich breche ins Essen. Ach ne, die bewegen sich mal. Mit der Dringlichkeit bewegen sich von A nach B. Gut, dann verlieren wir jetzt Planeten oder Systeme. Wenn die sich aber bewegen, könnte für uns vom Vorteil werden. Der will hierher springen. Das ist ganz bescheiden. So, nochmal. Jetzt haben wir hier 9 Konstruktionspunkte. Kannst du... Immer noch nicht. Na doch. Lass uns mal kurz gucken hier. Biowürge. Mutation ist ja fürs Schild. Ganz großes wäre natürlich toll, aber... Das wird noch dauern. Die hat Biotorpedos. Mhm. Was hat der hier? Diese Tentakeln. Tentakelnwaffen, also auch eher für den Nahkampf. Bioplasma-Batterie. Von der Seite. Schwarmmutation. Säure. Ja, Säure ist halt riesige Klauen. Schiffe der Tyranniden, die mit Klauen ausgestattet sind, sind immun gegen frontalen Rammschaden und verursachen Claw-Damage. Klauenschaden halt, ne? Im Nahkampfschaden, die ja die Panzerung alle 2 Sekunden durchschlägt. Ja. Ja. Aber der hat auch mit dieser Biosäure, der aber auch hat, hat auch Claw Damage. Claw Damage haben sie alle, oder nicht? Nee, haben sie nicht alle. Also er hat ja schon Claw Damage. Hat der hier noch? Säure. Die großen haben mir gefallen, die hier. Ich würde sagen, ich nehme den jetzt einfach mal hier, den hier. Ah, haben wir da 2 verbraucht. Okay. So, dann nehmen wir noch irgendwas Kleines. Schwere Pyrosäure-Artillerie. Tentakeln. Leichte Pyro. Bioplasma-Entladung, Artillerie. Schaden 30 und der hier. 42, Reichweite 9000. Der andere hat eine kürzere Reichweite. Die kleinen halten nicht viel aus, da will ich die gar nicht im Nahkampf haben. Doppelläufige Pyrosäure, aber wenig Schaden. Kriegen wir noch 60? Komm. Jetzt haben wir 3 Konstruktionspunkte. Das heißt, wir können nicht so viele Schiffe bauen. Und wir haben sie. Kannst du jetzt da nochmal hinspringen? Oh, yes! Endlich Schiffe.
Dann soll dieser Space Marine Schwuchtel mal kommen. Mach mal platt. Den machen wir platt. Das heißt, dann können der nächste quasi. Springen die beide oder nur der eine? Das ist so gerade die Frage, die ich mir denke. Markiert ist ja nur der eine mit den 400. Ich sag mal Zug beenden. Oh, ich bin gespannt. Mr. Space Marine, was macht er? Da kommt er gar nicht. Ah, der eine ist weggesprungen. Ja, da greift jetzt mein Planet, mein System an. Haben wir verloren. Und gleich mal eine Waffenplattform hingestellt. So. Hey, Mr. Space Marine. Traut sich irgendwie nicht. Er sagt nur eine Runde. Wo ist da das? Entschuldigung. Ach, hier waren vier Schiffe. Dann nehmen wir ihn. So, mein Freundchen. Du brauchst ja auch noch Einheiten. Da haben wir nämlich diesen Korrosionsgeschoss. Der steht hier gar nicht. Ach, da geht's unten noch weiter. Ach, holla die Waldfee. Schwere Biosäure, 9000 Reichweite. Bioplasma. Und der hat Biotorpedos. Seite, also 90 Grad, Feuerwinkel. Dann sage ich, kaufen wir den nochmal. Und dann nochmal den. Bestätigen wir. Und den schicke ich zurück. So, ich hoffe, dass er jetzt kommt. Ich warte. Oh, wir haben noch eine Fähigkeit. Wir verlieren zwar was, aber an Fähigkeiten. Aha, aha, aha. Was ist das? Erhöht Regenerationsgeschwindigkeit von leichten kritischen Schaden. 50%, finde ich gut. Liktorbrut. Das Schiff erhält die Fähigkeit Tyranniden-Infiltration. Boah, schweres Wort. Die als Blitzeinschlag hinzugefügt wird. Jagdinstinkt. Die Chance, 50% Schaden von Pyrosäurewaffen wird um... Ach, egal, 50% erhöht, okay. Hier haben wir Bioplasma, Pyrosäure, Waffen um 50%, okay. Erhöht. Synapsenrelais. Irgendwas mit Moral. Sporenfelder. Die durch den Befehl Sporenexplosion erzeugt wurden, erhalten nun eine Scan-Reichweite von... Na gut. Das ist einfach dann noch nebenbei Scanner, brauche ich nicht. Spasmische Absonderung. Solange sich das Schiff in der Nachladenstellung befindet, wird dessen Schildregeneration um 100% erhöht. Mhm. Chamäleonhaut, das Schiff bleibt getarnt, solange es sich nicht bewegt. Das ist, gilt nur für Eskortschiffe, ganz wichtig. Antrieb. Antrieb wird um 5% erhöht. Ach, Antrieb habe ich jetzt nicht so. Ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie irgendwas mit Regeneration gibt. Weil ich hätte doch schon gerne, dass wir schneller, dass wir schneller Punkte zurückkriegen. Solange sich das Schiff in der Nachladenstellung befindet. Hm. Ah, ich nehme das hier. Beschleunigte Regeneration. Erhöht die Reaktion, Regenerationsgeschwindigkeit von leichten kritischen Schaden. Vielleicht bringt das ja was. Was kommt danach? Schleimhaut. Das Schiff erhält 20 Panzerungspunkte gegen Torpedos und Bomber.
Oder Eskort- und Linienschiffe, ja, kriegen noch mehr Körperpunkte. Hm. Okay. Da wir ja eh viel rammen, würde ich da gerne auf, ja, Heilung gehen. So, Zug. Ich hoffe, dass er jetzt angreift. Damit wir nämlich den anderen Sektor da nehmen können. Sollen sie ruhig oben alles einnehmen. Oh, das macht er sogar. Und, ja. Autoschlacht. Wir haben ja eigentlich über das Doppelte. Ach, Imperial Fist, es tut mir leid, mein Freund. Ich versuche mal Autoschlacht, mal gucken, wie groß die Schäden sind. Und... wir haben noch alle Schiffe, sind beschädigt. Damit kann ich mitgehen, okay. Das ist gut, dass sie jetzt ein bisschen verteilen. Dann hat man hier mal Chance, weil wenn sie eh schon hier ein Feld belegt haben, dass man die ein bisschen minimieren kann, die Gegner. Jetzt dauert es natürlich, dass wir hier repariert werden. Ne? Das ist ja elendig. Elendig. Tja, was machen wir? Kann man die Schiffe... schön siehst du aus. Schiffunterhalt. Sowas wie Sofortheilung gibt's nicht, oder? Oh, sieht das niedlich aus. Nee, das mache ich mir nicht zum Flaggschiff. Hm. Das sieht aus wie ein Wal. So ähnlich. Ja, hm. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Können wir in diesem Sektor irgendwas bauen? Ja, da. Aber das macht er irgendwie nicht. Reparatur. Wie sieht's hier aus? Auch nur 26. Ist ja elendig lang, was wir warten müssen, bis wir wieder fertig sind hier. Ich warte mal eine Runde, dann haben wir schon Runde 11. Oh, jetzt greift er den nochmal da oben an. Ist auch ganz nett, dann warten wir eigentlich, bis der den oben angegriffen hat. Und dann greifen wir, ach, sind auch wieder zwei Runden. Oh, ist das ätzend. Können wir hier nichts bauen, verdammte Axt. Aber wenn die uns Sektor für Sektor wegschnappen, dann haben wir nämlich ein Problem, dass wir ja ewig nee, kriegen wir nicht. Sporenminen haben wir da schon. Schade. Schade. Zwei Runden. Weil dann eliminiert, nimmt er hier ihn wahrscheinlich raus. Wenn nicht, ist er tot. Und wir machen die beide platt. So mein Plan. Das ist jetzt ja Plan. Dann haben wir hinter uns keine Feinde mehr. Wir auf dem Zwei-Fronten-Krieg. Man hat es in der Geschichte schon mehrfach mitgekriegt, ne? Zwei-Fronten-Krieg ist immer scheiße. So, eine noch. Was? Ja doch, geheilt. Geheilt. Hm, weißt du was? Geh mal da hin. Mach mal einen guten Eindruck. Gucken wir mal, was können wir noch mit dir bauen, mein Freund? Was kannst du noch bauen? Ach, da geht's auch noch weiter. Es gibt hier auch noch mehr. Schiffe gibt's ja von Anfang an gleich richtig Haufen. Torpedos, weiß ich nicht. Presstentakel bei so kleinen Schiffen, die sind doch kaputt dann, oder? Was habe ich denn hier überhaupt?
Bioplasma. Ich meine, wir können ja mal einen bauen hier mit Tentakeln. Und der ist ja quasi ein Nahkampf, ne? Haken-Tentakel. Das Ziel wird vom Schiff ins Schiff gezogen. Wir können es ja mal bauen und gucken, was draus wird, ne? Oder wir könnten hier noch einen großen bauen. Wenn ich das gerade richtig sehe. Nimm ich doch mal einen mit Torpedos. Hier, Biotorpedos. Kriegen wir den noch ran? Ja, klar. Dann nehmen wir den doch. Hier, mein Freund. Komm mal schön zurück. Ach, ist das nicht schön? Weil wenn wir, wie gesagt, die hier weg haben, dann haben wir hier Ruhe. Und dann müssen wir das Chaos hier irgendwie aus der Reserve locken. Und dann haben wir quasi den ganzen Sektor. Und wenn wir den ganzen Sektor haben, dann können wir hier einen Sektor nach dem anderen schön in Ruhe, so wie ich es am liebsten auch hätte, einnehmen und fressen. Na, weil Tyranniden fressen alles auf. Ob das ein Chaosmännchen ist oder auch Menschen, normales, imperiumtreues Menschlein ist, ist egal. Hauptsache es gibt Biomasse. So, die Space Marines haben gewonnen. Die reparieren sich. Sollen sie ruhig machen, die Schweine. So, und ja, Bedrohlichkeit um 2 erhöht. Was immer das für einen Vorteil geben soll. Die Kampagne ist gefährdet. Da zwischen jedem größeren Ziel zu viel Zeit vergeht. Viel Zeit. So, und wo komm du? Und immer ruhig mehr mit. Und dann sage ich mal, Space Marine. Ja, ich weiß. Die Schlacht wird wahrscheinlich ein Witz sein. Ach komm. Machen wir Autoschlacht? Machen wir Autoschlacht. Ja, fuck you. Wir haben ein Schiff verloren. So eine kleine Drohne. Ah, die sind aufgestiegen. Aber wir haben ein Schiff verloren. Ein Eskortschiff. Kaustik-Drohne. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was das war. Hm. So, was haben wir hier? 26 Reparaturrate und 3% Leute. Noch! Das ist natürlich heftig viel, was da gerade. Ich würde sagen, du kannst dich nicht bewegen. Dann machen wir das so: den einen schicke ich hier gleich wieder nach unten, der kriegt ein neues Schiff. Und dann ziehen wir nächste Runde darunter und hauen den Chaos auf die Nase. Und jetzt haben wir hier minus 112, weil wir brauchen ja langsam irgendwie Biomasse. Ja. Na, er ist ja fast heile, ne? Ich glaube, den riskierst. Der ist heile. Die beiden sind ihr über 600. Du auch. Kann man da auf die Nase geben. Und du kannst da hingehen schon. So, dann gucken wir mal, ob wir den Chaosmann da auf die Nase hauen können. So, 746 zu 407. Ich glaube, das Video wird ein Tuck länger werden als sonst. Autoschlacht mache ich diesmal nicht. Wir sind leicht beschädigt. Ja, dann hoffen wir Lost Enze, ja. Lost Enze, ja. Keine Ahnung. Punkt, Punkt, Punkt. Böse Chaoten. Das gefräßige Rosenwale. Mit Tentakel hinten dran. So, genau, mein Großer. Du bist die Reserve.
Egal was du bist und was du kannst, du bist Reserve. Ihr seid meine Speerspitze. So, ich weiß nicht, was das für eine Mission ist, aber wir müssen einnehmen. Das ist ja ganz nett. Mal folgendes. Bereit und wir machen mal Pause. Denn wir werden jetzt, du wirst... Wir sind schon den Feind. Ist er noch easy? Besser? Oder sind das die Minen? Nächsten Feindsignal. So, da eine leichte Eskorte fällt dahin. Der fällt dahin. Mein Verwundeter fliegt dahin. So, ihr drei. Ihr seid meine Nummer 1. Und ihr geht dahin. Wo immer halt... Ich glaube, der hatte hier noch Minen irgendwo, ne? Da müssen wir aufpassen. Sagen wir Play. So, ich hoffe, die treffen sich nicht gegenseitig. Hier sage ich mal... Ist mal was. Damit du mal ein bisschen von Speedy Gonzales hier unterwegs bist. Sag ich auch mal ein bisschen Speedy Gonzales. Und du auch. Gib Gas. Aber ihr seid der Schwarm, ihr seid die 1. Und ihr dürft auch mal. Den habe ich denn dann äußern wahrscheinlich. So, spulen wir ein bisschen vor. The enemy has seized a strategic area. Der Feind hat schon einen Punkt eingenommen. Kommt uns geradewegs nach vor. Ach du Scheiße, das sind mehrere. Das sind doch 3. Abrissbirne. Keine Ahnung, was der hat. Enter-Manöver. Der ist auf jeden Fall für Ram gut. Der hat Torpedos und Spaß. 4 sogar. Hast du eingenommen? Nee. Ach du Scheiße, komm da weg. Gleich in Mitte kriegt. You have seized a strategic area. Ah, sieht ganz schlecht aus. You have seized a strategic area. Oh, da. Das war die Abrissbirne. Ah, cool. So, mal kurz auf Pause. Wir haben den Punkt eingenommen. Brauchen einfach mal Unterstützung. Aber wir haben nicht auf Pause gedrückt. Der eine ist hier beschäftigt mit sich. Scheiße. Autofeuer an. Hatte ich nicht an. Scheiße. You have seized a strategic area. Komm, Autofeuer an. Und der andere. Komm bitte auch hierher. So, das ist der mit der Ramme, ne? Nein, da war zu. Oh Gott, oh Gott. Nein, oh, ich habe die Sporminen genommen. Scheiße, ich dachte, es wäre die Tentakel gewesen. Ach, Kacke. So,
So, der andere hat die Bio-Abrissbirne nicht mehr geschafft. Ah, jetzt habe ich ein Schiff selbst in die Luft gejagt. Da geht eins hoch. Der nimmt meinen Punkt ein. Oh, da kommt noch einer. Aber lieber so eine kleine Eskorte verlieren, als irgendwas Größeres. So, du kannst, weiter. Kannst du einen Notsprung machen? Hm, irgendwie nicht. Was ist da unten? Oh, das Schiff ist wiedergekommen. Ist das neu? You have accumulated 25% of strategic points. So, Attacke hier. Boah. Ich weiß gerade nicht, was das war. Das sah aber dicke nach dem Volltreffer aus. Oh, da haben sie einen von mir erwischt. Ist doch nicht so schlimm. Okay, der war ein Volltreffer. Der war gut. Also er ist hier ein Rammbock. Müssen wir echt aufpassen, mit welchen Schiffen wir Ramm-Manöver machen. Das war wieder zu früh. Der hat gestoppt, der ist nicht blöd. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Oh, da torpedieren wir unsere eigenen Leute. Haben wir. Wenn wir kleine Eskortschiffe verlieren, habe ich kein Problem mit. Die größeren kosten einfach mehr und die kleineren, die bin ich auch bereitwillig zu opfern. Aber der andere ist vorhin wiedergekommen, als wir den geopfert haben. Eine Sporminen-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das Standard war. Oh, ich habe noch Kaffee. Das war aber nicht der Anführer. Das Escort-Shifting war nicht der Anführer. Er zeigt mir hier, dass der Anführer gestorben ist. Das kann nicht sein. Ja. Bis auf Fonsoa oder wie das Ding heißt, haben wir alle Sektoren eingenommen hier. Nett. Jetzt müssten wir die nur mal auffressen hier, verdammt nochmal Axt hier. Rückgewinnungsbecken. Das Rückgewinnungsbecken ermöglicht Tyranniden in jedem Zug 10 Biomasse zu erhalten. Dieser Effekt ist stapelbar. Ja, ich hätte gern Biomasse zurück. Kann man das hier auch noch nehmen? Wunderbar. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Miese. Ja, aber trotzdem, hier sind noch ganz schön viele Gegner drin. Und die Bedrohung wird nicht weniger. Das muss auch eine starke Flotte sein. 435. Und er braucht hier unbedingt nochmal Einheiten, nicht, dass die ihn gleich angreifen. Die sollen sich lieber gegenseitig bekriegen, damit wir Ruhe haben. Wie können wir verhindern, dass die Bedrohung einfach niedriger wird? Wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Müssen wir ja irgendwie hinkriegen, weil... Ja.
In ernster Gefahr und wahrscheinlich, wenn das voll ist, ist der Krieg verloren, ja. Das ist natürlich bescheiden. Ich hasse sowas. Da muss auch eigentlich auch mal zurückgehen hier. Naja. Gut, haben wir noch irgendwas? Kooperation, Freunde einladen, zum Netz. Spiel fortsetzen. 3 aktive Flotten, 1 Mission. Der hat echt seinen Anführer verloren. Nö, ich wollte dich jetzt zum Anführer machen, aber... Kostet ja auch wieder Geld, ne? Oder besser hat Ressourcen. Bornfeld war... Wo waren diese Bio-Abreißbirne? Die fand ich doch eigentlich ganz cool. Nicht dabei. Diese Stachelkanone finde ich gut, aber macht nur 200 Schaden. Psi-Schrei lindert die Moral der Schiffe. Hat beim Chaos ja auch gut funktioniert. Kann man eigentlich auch gebrauchen. Schnelle Erholung ist natürlich geil. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Voidlocker. Erlaubt es ein Tyranniden-Schwarmschiff, sich neu auszurichten und einen Warp zu einem gewählten Standort in einem Radius. Ich glaube, das werde ich mal nehmen in Kombination mit Minen. Haben wir jetzt hinzugefügt. Gut. Jetzt haben wir noch weniger Geld. Oder Ressourcen, Biomasse. Ja, haben wir einen Anführer. Passt. Aber, ja. Ich hoffe, dass auch irgendwie, wenn sie aufsteigen, auch die Flottenkapazität größer wird. Weil wir müssen hier nur mehr kleine Schiffe, Eskorten bauen. Da haben wir ja schon wieder über etwas über 100 Platz. Ah ne, ist der falsche Schiff hier. Na, unter 100. Na gut. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir werden erstmal erfolgreich. Jetzt heißt es erstmal uns wieder ausruhen, Kräfte sammeln. Und am liebsten würde ich hier einmarschieren, aber die müssten erstmal bei mich, mich irgendwie angreifen. Weil hier haben wir wieder das Zwei-Felder-Problem. Dafür ist irgendwie 450 Flottenkapazität ein bisschen wenig. Ach, das ist ja auch alles drin. Na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war ein bisschen informativ. Ich weiß jetzt, wie man endlich Schiffe bauen kann, was man zu beachten hat. Und wir haben jetzt über Strukturpunkte was gelernt. Ja. Wenn es euch da gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.